Konkurrenz im Bachelorhaus, so war es für Christina wirklich. Sie konnte ihre Konkurrentinnen ausstechen. In der letzten Nacht der Rosen schaffte Christina Jansen das, wovon 23 andere Frauen mehrere Wochen lang geträumt hatten. Daniel Wülz überreichte ihr die letzte Rose und gestand ihr außerdem seine Liebe. Keine einfache Entscheidung, denn der Bachelor hatte einige Ladies in seiner engeren Auswahl, aber um die scherte sich seine Herzdame gar nicht. Auch in der besonderen Lage, Teilnehmerin einer Kuppelshut zu sein, behielt nach eigenen Aussagen einen kühlen Kopf. Bei mir war das einfach so, ich wusste schon, da sind andere Mädels. Ich habe mich immer nur auf ihn und mich konzentriert. Ich wusste, weswegen ich da bin, wegen der Liebe. Ich habe mich auf mich konzentriert und habe versucht, die Mädels auszublenden, mich zu konzentrieren auf unsere Gefühle, erklärte die schöne Tänzerin im ersten Bärchen-Interview mit RTL. Aus einigen Konkurrentinnen sollen auch Freundinnen geworden sein. Im Livestream auf der Facebook-Seite des Formats erklärte, dass sie mit einigen Frauen aus der Show noch Kontakt haben würde. Welche das sind, behielt die 24-Jährige aber für sich. Alle Infos zu der Bachelor im Spezial bei rtl.de.